Was ist der größte Unterschied zwischen guten Golfern und Golfern, die noch nicht so gut spielen oder auch erst seit sehr kurzer Zeit spielen? Was sorgt konkret dafür, dass diese Golfer so viel weniger Schläge auf dem Golfplatz machen? Mit konkret meine ich auch wirklich messbar und nicht Dinge wie Erfahrung oder mit Druck richtig umgehen oder sonstiges. Wir können es nämlich genau messen und die Antwort lautet die Stelle des tiefsten Punkts des Schwungbogens. Was meine ich damit? Der Golfschwung ist letztlich eben ein Kreisbogen um mich herum. Und dieser Kreisbogen hat eben einen tiefsten Punkt, eine tiefste Stelle. Und bei Profigolfern oder sehr guten Golfern ist es so, dass diese tiefste Stelle, dieser tiefste Punkt dieses Kreisbogens konstant so in etwa 10 cm oder ein kleines bisschen mehr auf der zielnahen Seite ist. Und das sorgt nämlich dafür, dass der Schläger etwas in der Abwärtsbewegung an den Ball kommt. Wir werden den Ball also sehr sauber treffen, eine hohe Energieübertragung erzeugen und eine gute Distanz erzeugen. Gleichzeitig haben wir eben auch eine sehr wiederholbare Distanz, weil wir den Ball immer sauber auf die gleiche Art und Weise treffen. Je höher das Handicap nun wird, je mehr Schläge ein Golfer auf dem Golfplatz macht, desto weiter zielentfernt wandert dieser tiefste Punkt. Diese Golfer treffen dann typischerweise einige Zentimeter vor dem Ball den Boden oder haben eben den tiefsten Punkt dieses Schwungbogens dort. Und das sorgt jetzt dafür, dass wir natürlich fette Treffer erzeugen. Der Schläger kommt zu früh in den Boden und danach treffe ich erst den Ball. Ich habe also eine extrem viel geringere Energieübertragung. Wenn ich es satt habe, den Boden immer zu früh zu treffen, werde ich gegebenenfalls die Arme anziehen, mit dem Körper mich aufrichten, um diesen frühen Bodenkontakt zu vermeiden. Jetzt habe ich aber natürlich dünne oder getoppte Schläge, die viel zu flach gehen. Ich habe also auch gar keine Wiederholbarkeit in meiner Länge. Gute Golfer können fast immer ihr Eisen plus minus vielleicht 5 Meter die gleiche Distanz oder die gewünschte Distanz spielen. Weniger gute Golfer haben eben mal einen, der genau passend fliegt, mal einen, der viel zu kurz geht, vielleicht dann sogar einen getoppten, der viel zu weit geht und da weiß man einfach überhaupt nicht, wie weit dieser Ball jetzt fliegen wird. Und die Antwort lautet, dieser Golfer muss besser darin werden, den tiefsten Punkt des Schwungbogens auf die zielnahe Seite zu bekommen. Wer das schafft, wird auf dem Golfplatz viel besser spielen können. Wir werden gleich besprechen, wie du dafür sorgen kannst, dass der tiefste Punkt des Schwungbogens genau an der richtigen Stelle ist und werden dabei auch eine Übungsreihe durchlaufen, die sicherstellt, dass du das umsetzen kannst. Davor möchte ich dich bitten, dass du diesen Kanal abonnierst. Es ist völlig kostenfrei, du verpasst einfach kein Video mehr und das wird dir auf jeden Fall helfen, dein Golfspiel zu verbessern. Ich möchte dich auch auf die kostenlosen Beginner-Videoserien aufmerksam machen. Anhand dieser kostenlosen Beginner-Videoserien erhältst du einen roten Faden, einen klaren Fahrplan, wie du Golf von Anfang an richtig lernst, sowohl was die Technik, den Schwung betrifft, als auch andere wichtige Aspekte. Und wir stellen einfach so sicher, dass du nicht die Fehler machst, die 99% der Golfer leider anfangs machen. Trag dich ein, es ist völlig kostenfrei. Link findest du unter dem Video in der Beschreibung. Was sind die bestimmenden Faktoren dafür, dass wir den tiefsten Punkt konstant in etwa hier einstellen können? Erstens, der Körper muss weit genug vorne im Sinne von aus meiner Sicht nach links in Richtung Ziel gekommen sein. Sowohl das untere Schwungzentrum, sagen wir mal die Gürtelschnalle, als auch das Brustbein müssen einfach weit genug nach links in Richtung Ziel gekommen sein. Dir wird sofort auffallen, wenn mein Körper eher hinten ist, wird auch der tiefste Punkt des Schwungbogens zu weit hinten, zu weit rechts aus meiner Sicht eingestellt werden. Wenn ich genügend vorne bin mit meinem Körper, siehst du sofort, es wird extrem viel leichter, den tiefsten Punkt des Schwungbogens hier zu haben. Tiefster Punkt des Schwungbogens meint übrigens nicht, dass der Schläger hier zum ersten Mal den Boden erreicht. Es heißt eben, dass die tiefste Stelle hier ist. Das heißt nicht, dass der Schläger erst hier zum ersten Mal den Boden trifft. Das reicht allerdings noch nicht. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Hände genügend vor dem Ball sind. Erst wenn auch die Hände im Treffmoment genügend vor dem Ball sind, erst dann stellen wir absolut sicher, dass der tiefste Punkt des Schwungbogens hier ist. Ich könnte nämlich mit meinem Körper ausreichend vorne sein, wenn meine Hände allerdings nicht genügend vor dem Ball sind im Treffmoment. Du siehst es schon, der Schläger ist jetzt dennoch
sehr viel zu früh am Boden. Der tiefste Punkt des Schwungbogens ist deutlich rechts des Balles. Wir müssen also erreichen, der Körper ist genügend vorne, als auch die Hände sind im Treffmoment vor dem Ball. Die Übungsreihe, mit der wir sicherstellen können, dass der tiefste Punkt des Schwungbogens an die richtige Stelle wandert und du deinen Score dadurch dramatisch verbessern wirst, sieht folgendermaßen aus. Du begibst dich in ein Setup, in eine Ansprechhaltung, wo das Gewicht schon mal etwas mehr links für einen Rechtshänder, etwas mehr vorne ist als typisch. Dabei sollte die Gürtelschnalle etwas mehr nach vorne kommen als das Brustbein. Beides ein wenig, Gürtelschnalle etwas mehr als das Brustbein. Auch die Hände nehmen wir in der Ansprechhaltung schon mal relativ deutlich vor den Ball. Achte dabei nur darauf, dass sich dein Oberkörper nicht absenkt. Also wenn ich das übertreibe, senkt sich auch mein Oberkörper ab. Das wollen wir nicht. Du solltest merken, dass der Oberkörper sich nicht absenkt. Die Hände kommen schon mal relativ deutlich auch vor den Ball. Wir werden das erstmal trocken üben und einen Rückschwung machen, der relativ kurz ausfällt, bei dem das Gewicht allerdings auch auf dem linken Fuß bleibt. Du solltest merken, dass du überhaupt nicht auf die rechte Seite wanderst. Wir sind leicht links und bleiben in einem eher kurzen Rückschwung links. Von dort schwingen wir in eine Finish-Position, bei der der Schlägerkopf unterhalb der Hände bleibt, also näher am Boden und die Arme sind dabei relativ gerade. Wenn ich mal diese Finish-Position an den Ball zurückschwinge, dann siehst du, ah ja, hier waren die Hände also auch im Treffmoment richtig gut vor dem Ball. Wenn ich mal in ein Finish schwinge, das wir sonst so häufig sehen, wo der Schlägerkopf hier oben ist, wenn ich mal diese Position genauso lasse und zurückschwinge, dann siehst du schon, ja, das war jetzt ein Treffmoment, da waren die Hände auf der falschen Seite des Balles und dadurch wandert auch der tiefste Punkt auf die falsche Seite des Balles. Natürlich können wir dieses Finish erstmal nur in einer relativ kurzen und kleinen Bewegung erreichen. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Es geht mal nur darum, das Gefühl zu erlangen, wie schaffe ich es, dass der Schlägerkopf nach der Treffphase relativ nah am Boden bleibt, unterhalb der Hände. Das wird dir erstmal trocken auch gar nicht so leicht fallen. Du solltest es aber schaffen, nach ein wenig Zeit das ein ums andere Mal zu erreichen. Das Gewicht bleibt links, der Schlägerkopf bleibt nah am Boden von meinem Gefühl. Jetzt werden wir erstmal kleine Schläge damit machen. Der Ball soll überhaupt nicht weit fliegen, allerdings sehr konstant getroffen sein nach ein wenig Übungszeit. Du solltest merken, ich schaffe es jetzt wirklich, jedes einzelne Mal einen sauberen Ballkontakt zu haben. Vorher war es vielleicht wirklich so, du hast mal den Ball sauber getroffen, mal zu früh den Boden, mal gar nicht den Boden. Jetzt sollte das in der Tat schon in dieser Phase der Vergangenheit angehören, allerdings eben erstmal nur in einer kleinen Bewegung. Gewicht schon mal links, Hände vor dem Ball, ohne dass sich der Oberkörper absenkt. Ich bleibe links im Rückschwung. Und habe jetzt eine Finish-Position, relativ gerade Arme, der Schlägerkopf ist dem Boden näher als die Hände. Erst wenn du ein richtig hohes Maß an Kontrolle darüber hast, dass der Schläger immer erst den Ball trifft, dann den Boden, der tiefste Punkt des Schwungbogens also in etwa hier ist, erst dann können wir die Geschwindigkeit erhöhen, weil klar ist, je höher die Geschwindigkeit wird, desto schwieriger ist es. Wenn du es schon langsam nicht schaffst, bitte bleibe erstmal bei diesen kleinen Bewegungen. Ich versichere dir, es wird sich auszahlen. Wenn es dir allerdings dann gut gelingt, und damit meine ich mal wirklich 7 bis 8 von 10 oder sogar eine höhere Prozentzahl, dann gerne etwas weiter ausholen. Noch nicht ganz voll, etwas weiter vom Gefühl her in das exakt gleiche Finish arbeiten. Also wieder Schlägerkopf ist unterhalb der Hände. Du siehst es allerdings schon, je mehr Geschwindigkeit ich aufbringe, desto weniger wird es mir tatsächlich gelingen. Das Gefühl bleibt das gleiche, meine Zielvorstellung ist weiterhin hier. Es ist aber normal, dass der Schlägerkopf ein bisschen mehr nach oben kommen wird. Allerdings auf keinen Fall in diese Region. Du wirst sehen, annähernd wird es mir immer noch gelingen. Ich bin im gleichen Setup. Ich habe weiterhin das Gefühl, im Rückschwung links zu bleiben. Allerdings wird der Rückschwung ein wenig weiter als bisher. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit im Durchschwung kommen und dementsprechend auch der Durchschwung etwas länger ausfallen. Es war ein sehr, sehr satter Ballkontakt,
richtig hohe Energieübertragung und du hast gesehen, fast bin ich im gleichen Finish wie in der ersten Phase gelandet. Wir wenden wieder das gleiche Prinzip an. Erst wenn du mindestens 7 von 10 Bällen wirklich sauber triffst in der vorherigen Stufe, gehen wir jetzt dazu über, einen mehr oder weniger vollen Schwung zu machen. Gleiches Setup, gleiche Idee im Rückschwung eher links zu bleiben, holen jetzt allerdings voll aus, versuchen allerdings auch in einer vollen Geschwindigkeit in dieses Finish zu arbeiten. Du wirst merken, es fühlt sich auch quasi anstrengender an. Es ist schwieriger, der Körper muss einfach mehr mitarbeiten, um diese Arm- und Handgelenkstruktur überhaupt zu ermöglichen. Natürlich ist dieses Finish nicht wirklich anstrengend. Es ist allerdings anstrengender insgesamt, denn mit diesem Finish musst du viel wahrscheinlicher nach dem Schlag ins Unterholz laufen, um deinen Ball rauszuchippen, nachdem du ihn gefunden hast hoffentlich. Mit dem richtigen Finish oder mit dem Finish, das wir besprechen, wirst du weiterlaufen können. Dein Ball wird erst ja, in einer größeren Distanz wiederzufinden sein, aber auch auf dem Fairway oder auf dem Grün. Von daher gehen wir jetzt in das besprochene Setup, bleiben links, holen voll aus und werden dann das Finish wieder erreichen.